excited to be getting out of here, but... Oh, never mind. You're clearly too small-minded to understand. Ja, du hast recht, Gina, mit dem Funkgerät, das ist richtig. Wir gingen immer noch vor und zurück, während das leise Zischen der entweichenden Luft langsam wurde und aufhörte. Eine Tür auf dem anderen Ende des Raums ging oder öffnete sich. Wir gingen hindurch, um uns in einem nahezu identischen Raum wiederzufinden. Nach zwei weiteren Dekompressionen öffnete sich schließlich die letzte Tür. Ich ging hinaus und keuchte. Eine da dunkle Landschaft, wie keine andere, die ich jemals gesehen hatte, lag vor mir. Ich konnte mir nicht helfen. Ich konnte nichts anderes tun, als zu starren. Was zur Hölle? Looks like a desert. Ich kann es sehen. Die Frage ist, welche Wüste? I can't tell you what day it is, though. Hm? Look, the moon's red. See? This must be a total lunar eclipse. Oh ja, ich erinnere mich, dass du mir davon in der Lounge erzählt hast. During a total lunar eclipse, the moon is entirely covered by the Earth's shadow. That doesn't mean the moon just disappears or turns black, though. It actually reflects light that's passed through the Earth's atmosphere. But this makes it appear to be red. Essentially, what's happening is that the moon is reflecting the sunset. Was du nicht sagst, Gina. Do you remember when the next total lunar eclipse was going to happen? Ja, am 31. Dezember in diesem Jahr, also Silvester. Das ist zumindest, was das Magazin behauptet hat. Well, there you go. Also ist heute der 31. Dezember. Warte, Mist. Wenn ich am Morgen von Weihnachten entführt wurde, dann bedeutet das, ich war hier 6 Tage? Okay. Und wo soll das sein? There has to be one around somewhere. Even deserts have some towns, whether they're in the Mojave, Sahara or Gobi. It's not what I'm worried about, though. Worüber machst du dir dann Sorgen? Forget it. Doesn't matter right now. Ach komm schon. Sag's mir. Jetzt bin ich neugierig. So unwahrscheinlich es auch schien, ich könnte schwören, dass ich ihr Zittern oder ihr Schaudern hören konnte. Sagst du, dass die Menschheit vielleicht extinkt? Sowas wie ausgestorben oder so? Was zur Hölle? Keine Chance, das ist unmöglich. Eine ganze Spezies kann nicht in 6 Tagen aussterben. Doch, dann hatte ich doch recht. Das ist... Okay. Ich drehte mich um und machte einen Schritt, um einen Schritt zu machen. Es war ein lautes Krächzen im Funkgerät und ein Geräusch, als würde jemand fallen. Ich drehte mich um, um zu sehen, wie Vieh am Boden lag. Hey! Geht's dir gut? Was ist passiert? Ich rannte zu ihr und half ihr, wieder aufzustehen. Das weiß ich nicht so ganz, aber sie stand dann schließlich. Where are we? Ihre Stimme war leise und roh. Hä? Zeitlinie? Sie antwortete nicht.
Ich war dabei, ich wollte gerade anfangen, eine deutlichere Frage zu stellen, als sie mich schließlich an meinen Schultern fasste. Hey, where's Dio? Dio? Oh ja, ich habe ihn nicht gesehen, seitdem wir herausgekommen sind. Ich bin sicher, dass er bei uns war, als wir herauskamen. Shit. We need to split up and find him. Warum? Because he needs to tell me something. Why are you asking me this? Was? Don't tell me you forgot. Wait. Maybe not. You must not have made this jump. Es ergab keinen Sinn. Okay. Aber sie war schon gegangen, ohne auf meine Antwort zu warten. Ich schaute hier einen Moment nach, verwirrt, bevor ich mich umdrehte und selbst nach Dio suchte. Also, Vieh scheint ja genauso wie wir durch diese Zeitlinien reisen zu können. Verdammt. Ich kann ihn nirgendwo sehen. Wo zur Hölle ist dieser Typ hingegangen? Ich schaute mich um, versuchte mich zu entscheiden, wohin ich als nächstes gehen sollte, als ich ihn hörte. Das Signal musste abgehackt sein, aber ich konnte immer noch ein paar Worte erkennen. What the hell are you doing? Answer, Dio. Ihre Stimmen waren abgeschnitten, abgehackt, aber ich hatte das letzte Wort ganz deutlich gehört. Dio. Klang so, als hätte Vieh ihn gefunden. Ich drehte mich um und ging in ihre Richtung. Is that a transmitter? Transmitter? See, phone home, huh? Bed free, souls anxious to hear from you. How do you know? I know everything about you. Know you're the Myrmidons. Die Übertragung wurde klarer. Ich musste näher herankommen. Nummer 0? Help you, man. I'm no man. How the hell can you crack jokes right now? You haven't given me my answer. What's the deactivation code? Hey, what are you? Stop! Wie wir hier auch gar nicht vorankommen. Mist. Das klang nicht gut. Ich legte noch meine Geschwindigkeit zu und erkletterte schnell den Berg vor mir. Da waren sie. Stopp! Ich ging den Hügel herunter, so schnell ich konnte, halb rennend, halb rutschend. Mit dem Anzug konnte ich nicht sagen, wer war, aber ich musste sie aufhalten. I clambered to my feet. Auf jeden Fall muss ich schnell hin. Der Anzug, die Figur im Anzug, die ich umrammte, lag am Boden neben der anderen. Ich ging herüber, um durch das Visier zu sehen. Dio. Seine Augen waren geschlossen, so als wenn er nur schlafen würde. Mein Tackling musste ihn ausgenockt haben. Thanks. Ja, danke, Ossel, ne? War wieder. That was a close one. Keine Ursache. Was ist das für eine Übertragung, über die du gesprochen hast? Heard, huh? Ja. Well, it's right over there. See that briefcase-looking thing? He was trying to use that to get in touch with somebody. Wo zur Hölle hat er das herbekommen? Warte, versteckt? Sagst du, Dio war schon vorher hier? Yeah, probably. My guess is he came here, hit the transmitter and then snuck into the building.
Snackt weiß ich leider nicht. Oder geschmuggelt wahrscheinlich. Ich war mir nicht sicher, was ich daraus machen sollte. Also entschied ich, einen näheren Blick auf den Transmitter zu werfen. Dort war ein Bildschirm auf dem oberen Teil mit einer Menge an Zahlen, die aussahen nun wie nichts. Was ist das? 7815361098838094241990551. Ist das eine Art Telefonnummer? Ja. No, it's too long for that. It's 25 digits. Was ist es dann? I assume it's some kind of code, but vielleicht hätte ich das mal aufschreiben sollen, ne? Ich hörte eine seltsame, krächzende Stimme in meinem Helm. Es dauerte einen Moment, um zu realisieren, wessen Stimme es war. Dios Stimme. Was ist so witzig? Nichts von dem, was er gesagt hatte, machte irgendeinen Sinn. Dio, was geht hier vor? Wen wolltest du mit diesem Ding anrufen? What, you don't know? At least one of you is appropriately ignorant. Fine, whatever. Might as well tell you. I don't really have any reason to hide my identity now that my mission's a success. Besides, she'll probably tell you if I don't. Might as well hear it straight from the horse's mouth. Dio bewegte sich, um seine Hand hinter seinen Kopf zu ziehen, aber schaffte es nicht aufzustehen. Ich gehöre zu einer Organisation, die die Myrmidons genannt wird. Du hast wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört. Aber es könnte ein paar Leute dort draußen geben, die von Free the Soul gehört haben. Wenn du es nicht hast, nun, es ist eine heilige religiöse Ordnung? Religiöse Glauben mit über 1 Million Anhänger. Schlaf gut, Belly. Die Myrmidons sind die Hand von Free the Soul. Wir tun, was getan werden muss, um uns näher zur neuen Welt zu bringen, die Free the Soul verspricht. Es gibt einige Leute, die uns vielleicht Terroristen nennen würden. Alice und Klaffer zum Beispiel. Dann nochmal. Ihrer Ansicht nach, schätze ich, sind wir das vielleicht auch. Wir versuchen, die korrupte Welt, die sie aufgebaut haben, zu zerstören. Oder niederzuringen. Aber als die Sonne das erste Mal untergeht, an unserer neuen Welt, werden wir als Heilige bejubelt. Heilige Nachrichten, die heilige Nachrichtenüberbringer, die the cleanste filth from a dying planet. Naja, auf jeden Fall die den sterbenden Planeten gerettet haben. Nur eine Handvoll Leute werden wirklich Heilige werden. Nicht mal alle der Myrmidons werden garantiert Heilige. Das erste Mal, wenn du mit den Lehren von Free the Soul von Geburt an aufgewachsen bist, dann bist du auserwählt, um den Rang einer Elite zu erreichen und großartige Dinge zu erlangen. Von dieser Mission zurückzukehren, würde meine Position sichern. Free the Soul ist aufgebaut
oder ist um die Lehren eines Mannes namens Bode aufgebaut, der unseren Orden vor vielen Jahren gegründet hat. Seine Lehren sind zu, weiß ich nicht, das, zu schlau für ordinäre Menschen, sodass, oder sind zu profan, als dass ordinäre Menschen sie verstehen. Aber man könnte sagen, dass die Kernideen von seiner Doktrin sind, sich selbst von der Worldliness und Weltlichkeit zu separieren. Die Gier zu zerstören und die Seele vom Körper zu lösen, um sie zu reinigen. Diejenigen, die seinen Lehren mit Disziplin und Hingabe folgen, werden als eine neue Art Mensch wiedergeboren. Nur diese neue Spezies wird in der Lage zu sein, in Gleichheit zu leben, in einer Welt ohne Krieg oder Starvation, weiß ich gerade nicht, müsste ich vielleicht eigentlich wissen, aber auf jeden Fall was Schlechtes. Brother wurde in eine arme Familie geboren. Mir wurde gesagt, dass er seinen Vater nicht kannte und dass er seine Mutter im jungen Alter verloren hatte. Die einzige Familie, die er hatte, war sein jüngerer Bruder, ein Junge namens Left. Sie sagten, Brother hätte eine Spezialfähigkeit und dass er in der Lage war, die Gedanken anderer Menschen zu erreichen und sie zu sehen, zu lesen. Left him constantly exposed to the filthy greed of mankind. Also es führte ihn immer wieder zu der riesigen Gier der Menschheit. Wenn Brother 16 war, wurde Left tot aufgefunden. Sein Körper war in Ruizes, keine Ahnung, bedeckt, aber die Polizei hatte nur eine Routineuntersuchung gemacht und seinen Tod schnell als Selbstmord abgehandelt. Später würde Bruder herausfinden, dass der Mörder der Polizei ein großes Bestechungsgeld bezahlt hatte, um die Wahrheit zu verbergen. Er raste vor Wut, aber fand sich selbst in kalter Verzweiflung. Schließlich hatte er eine Divine Rebellion, das ist, weiß ich nicht ganz. Die Menschheit war durchzogen von Gier. Sie mussten bereinigt werden und eine neue Welt erschaffen werden. Gott hatte Brother diese Mission gegeben. Das war, als er begann, anderen die Wahrheit zu erlehren und im Alter von 26 begann er mit Freeze Soul. Sobald Freeze Soul etabliert war, nutzte er seine Ressourcen, um menschliches Klonen zu erforschen. Das passt ja auch sehr gut rein zu dem, was wir bisher wissen, sodass er eine neue Spezies erschaffen konnte. Er lud mich ein, ihm zu assistieren. Einem Team von Wissenschaftlern von einer Forschungseinrichtung der Vereinigten Staaten und ein Jahr später waren die ersten 10 neuen Menschen geboren. Diese 10 waren die erste Generation of Myrmidons. Unglücklicherweise oder schließlich bin ich von der 4. Generation. Unsere DNA kommt von Left, Brothers jüngerem Bruder. Das bedeutet, dass wir alle sein Gesicht teilen. Und wir bekommen alle denselben Namen, Left. Einige Leute denken, dass das verrückt ist, aber Individualität erscheint mir noch viel verrückter. Wenn jeder gleich aussieht, gibt es keine Rasse oder Individualität. Mit Klonen braucht man nicht einmal verschiedene Geschlechter. Wie kann man gleicher werden als das? Es gibt natürlich immer noch zufällige Ereignisse und andere Faktoren, die das Klonen beeinflussen können.
Ich war einer der Besten meiner Generation, also wurde ich auserwählt, die Myrmidons zu führen. Ich wurde vielleicht hierher gesendet und hergeschickt, weil Bruder bemerkt, die Unglaublichkeit meiner Fähigkeit gelernt hatte. Kalibur, ne, von dem Schwert, aber das kommt zum Beispiel nicht. Meine Mission war, diese Einrichtung zu infiltrieren. Als ich meine Anweisung bekam, dachte ich, dass dies meine Chance werden würde. In meinem ganzen Leben bin ich immer nur dafür bestraft worden, unsere Gesetze zu brechen. Es hatte mit Frauen zu tun. Ich kam mit ihnen mit einer unsauber in Kontakt und ich wurde als korrupt abgestempelt. Als ich mich selbst hart bestrafte und meine Seele gereinigt hatte, blieb meine Unehrenhaftigkeit. Ich wollte Brother meine Loyalität beweisen, also musste ich auf dieser Mission erfolgreich sein. Egal wie. Mein einziger Zweck ist Teil dieser Organisation. Mein einziger Zweck ist Teil der Gründung von Brothers neuer Welt zu sein. Nun, da ich diesen Zweck erfüllt habe, zum ersten Mal in meinem Leben erfüllt habe, verstehe ich zum ersten Mal in meinem Leben, was wahre Freude ist. Seine Stimme nahm einen kirchlichen Ton an und als er fertig war mit Sprechen, oder einen predigenden Ton, als er fertig war mit Sprechen, machte er ein seltsames Zeichen über seiner Brust. Vieh schubste seine Hände zurück. I don't care about your goddamn mission. You did this to us. Ich muss mal eben einen Schluck trinken, den ganzen Reden. Now we're going to... Sie nahm wieder den Felsen, den sie vor wenigen Minuten in der Hand hielt, und hob ihn über ihren Kopf. Fee, was machst du? Shut up! You still haven't answered my question. I'm going to ask you one more time. What is the password for the number zero bomb? Bombe? God damn it! Didn't I tell you to shut up? Now, tell me, what's the password? Warte, haben wir das nicht? Wir haben noch so ein Passwort für eine Bombe. Sie schwang den Felsen nach unten, Richtung Dios Kopf. Okay, okay. Any good though. I completed my mission. What are you gonna do with the password at this point? Not your problem. Just give it to me. Otherwise. Fine. No skin off my back. The password for the zero bomb is. Oh, das schreibe ich mir diesmal mal auf. LXA QNS GDQ. LXA QNS GDQ ist auch für die nullte Bombe. Vieh warf den Felsen zur Seite. You heard that, right, Sigma? Hä? The password. I'm going to try my best to remember it, but I won't know if I manage to until after I make the jump. There's a chance I won't remember anything, so you need to memorize it, just in case. Got it? Ich hatte absolut keine Ahnung, worüber sie sprach, aber ich begann zu verstehen, dass es wahrscheinlich ziemlich wichtig sein würde. Mit das im Hinterkopf wiederholte ich die seltsame Serie von Buchstaben wieder und wieder in meinem Kopf und tat das mein Bestes, sie mir zu merken. LXAQNSGDQ. LXAQNSGDQ. Ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, we're done with you. Let's go.
wohin gehen. Not sure, but I think he does. Get up. Vieh zog an Dios Arm und setzte ihn wieder auf seine Füße. Er zog seinen Arm zurück und begann zu gehen. Gibt's hier irgendwo eine Stadt? Ja, well, not really a city, I guess. More like a shelter. Some people who survived the disaster live there. Desaster? Welches Desaster? Just shut up and follow me. You can see for yourself. Ich schaute nach oben. Es musste eine klare Nacht sein, denn es gab mehr Sterne zu sehen, als ich jemals zuvor welche gesehen habe. Ich dachte, ich konnte sogar das Band der Milchstraße sehen. Und in der Mitte des Feldes der Sterne schien der volle Mond. Ein gigantischer, roter Himmelskörper, der in der Mitte des Himmels leuchtete. War er schon immer so groß gewesen? Tja, das war scheinbar ein weiteres Ende. Schwarzer Bildschirm ist immer sehr aufbauend. Hier haben wir ein weiteres Ende.